Wir beide möchten heute, also Nora hat sich für die heutige Sendung überlegt, sie möchte gerne einmal bei einem Umzug dabei sein. Ich mich bei allen Freunden ständig drücke, dachte ich, mach mal einfach in der Sendung mal einen Umzug bei fremden Leuten. Tierisch sinnvoll. Ja. Ich habe mir mal eine Sendung angeguckt, die wir gemacht haben, und da habe ich immer so gemacht bei dir. Jetzt ist das tot, das Schweinchen, und jetzt geht es halt darum, da das rauszuholen, wovon du dich ernährst. Du bist doch keine Vegetarierin, oder? Hä? Weiß noch nicht. Stell dich nicht so an. Das sind unsere Kollegen, so. Das kurz vorstellen. Das ist der liebe Daniel. Das ist der Daniel. Das Remo. Ist der Remo. Daniel. Und auch Daniel, sind zwei Daniels, ne? Daniel und Thomas. Thomas. Also Daniel, Remo und Thomas und Nora, Schummer und ich, wir ziehen jetzt da ein. Guten Tag. Hallo. Hallo. Das ist Nora Schirmer. Ich bin Christian. Hallo. Guten Tag. Hallo, Christian. Hallo. Nora. Ja, herzlichen Glückwunsch zur neuen Heimat. Jedenfalls, Laura, wollte ich dir sagen, das ist euer Bad. Das ist schon mal, ja, das ist unser Bad. Also da kannst du dich gemütlich mal hinlegen und ein bisschen baden. Hier kannst du die Zähne putzen morgens. Das ist der Herd, das ist ein Elektroherd. Also da, die Platten werden heiß, wenn du es hier aufdrehst. Ja. Da kannst du dir Ravioli kochen mittags, wenn du möchtest. Oder wenn jemand zu Hause ist, auch mal ein bisschen Spaghetti. Oder auch Nudeln oder eine Lasagne aufwärmen, wie du gerne möchtest. Das hier ist eine Dunstabzugshaube. Die funktioniert jetzt noch nicht. Die funktioniert erst, wenn der Besicherung ist. Das ist damit, dass hier nicht alles volldampft. Also wenn du dir hier Nudeln machst, dann dampft das ja ganz mächtig. Und es zieht dann die Nudeln ein. Es zieht dann die Nudeln hier ein. Und lässt den Dampf in den Topf. Dann kannst du da inhalieren, wenn du eine Nase verstopft hast, kannst du über den Topf. Ja, dann gucken wir jetzt mal, jetzt zeige ich dir mal dein Zimmer, Laura. Ja, also hier kommen noch ein paar Schränke hin. Schränke? Was tust du denn da rein? Was tust du denn da rein in die Schränke? Was kommt? Bücher. Spiele? Ja. Mal Ravensburger Puzzle oder was? Ein paar CDs? Pflanzen. Pflanzen? Was für Pflanzen? Kakteen? Wann hast du Geburtstag eigentlich? Am 13. November. Also du wirst quasi so in ungefähr einem halben Jahr ein Teenager sein. Nun ist das natürlich auch so. Weil du 13 bist, ne? Also 12 ist noch nicht Teen, aber 13, 14, 15, 16, genau. 17, 18, 19. Und dann bist du, dann bist du ein Twen. Weil dann bist du 21, 22, 23, so. 24. Das hat mir, habe ich in Amerika gelernt. So, dann geht's jetzt mal los, ne? So, dass ihr vielleicht das mal hier reinstellt. Richtig, das ist sehr gut. Habt ihr schon geholt, ja? Lasst es einfach liegen. Die Laura baut das gleich auf. Ja, dann holen wir mal den Rest, Laura, ne? Nürchen. Ja. Sehr gut. So, hopp, hopp, hopp. Oh, Christian, Mensch, Vorsicht, ganz Vorsicht. Warte mal, ich pass mal lieber mit an. Nee, warte, das ist zu schwer, warte mal. Nee, warte mal. Lass mich mal vorgehen. Ich geh zweimal. Warte mal. Nein, wir machen es so. Nee, es geht schon. Komm, jetzt lass nicht lang, komm. Nee, warte mal, Nora, das hat keinen Zweck. So, jetzt gehen wir zweimal. Ach so, stimmt, ja, logisch. Weißt du, das macht mehr Sinn. Okay. Genau, das ist besser, dass wir da zweimal gehen. Dann können wir auch ein bisschen Zeit raushauen, weißt du, Laura? Ja. In der Zeit, wo wir die Schule bringen, gehen der dann viermal. Dann haben wir auch bald Feierabend. Also ich bring dann eben hier das in den Fitnessraum, ne? Kannst du mir vielleicht sagen, wenn ich oben irgendwo ran gehe? Ja, jetzt kriegst du an, muss hinten weiter runter. Oh Gott. Gut schaffen. Hab ich den schon? Ach, den hab ich ja schon. Ja, ach, ich mache auch immer nur bis zum bis zur Schwelle vorne. Laura? Ach nee, hier wohnt jemand anders, ne? Wer wohnt denn? Hallo? Wo sind denn alle? Was ist? Weinst du gerade? Nein, alles in Ordnung. Du spielst ja auch, ne? Du machst ja auch Filme, ne? Nee, ist alles gut. Ich hab nur gerade einen. Gut, wollen wir weiter einräumen? Tu alles okay? Ja. Oh. Gut, also wir sind soweit. Wir würden weiter einräumen.
Guck, jetzt, also Laura, du spielst ja gern Klavier, ne? Ja. Und jetzt werden Daniel und ich gemeinsam das Klavier hochtragen. Ja. Da muss ich reinfassen. Ja, wo denn? Rückwärts. Wo denn? Hier? Nicht rückwärts. Und wer fasst an der Seite? Ja, ja, ich. Ach so. Ich? Einfach anfassen. Ja, klar. Wenn es nicht geht, machen wir. Wie gesagt, ich mach's bis zur Schwelle. Okay, dann heb mal an. Mach krummelt nie beim Kacken. Das geht. Ich krieg's nicht hoch. Los. Ach, der Gurt kommt unter das Klavier. Das ist natürlich, klar, dass es leichter wird. Okay. Daniel steht noch. Ach, Daniel, du kannst absetzen. Okay. Na, und mach ich hier anstrengend. Sag mal, wie macht ihr das? Fresst ihr so Eiweiß und so ein Kram? Hä? Nein. Es ist Konzentration oder was? An was denkst du denn, wenn du so ein Klavier anhebst? An mich. An gar nichts. Nein. Man muss versuchen, nicht zu denken in dem Moment. Genau. Dann kriegt man das Klavier hoch. Genau. Schalt, wenn der Kopf leer ist. Aus, genau. Denk an nichts. Aber irgendwas fällt einem doch immer ein. Man hat doch immer irgendwas im Kopf. Wahnsinn. Das ist schon Wahnsinn. Das ist gut, wenn man das Profis überlässt, ne? Würde ich auch sagen. Ja. Warte. Siehst du, es klappt eben doch nicht. Dieses an nichts denken allein hilft halt auch nicht immer. Ups. Daniel. Man muss halt schon auch manchmal sich überlegen, ob das überhaupt um die Ecken geht. Ich muss jetzt leider los. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich müsste noch ein paar Termine. Wenn du noch rasch hier die Sachen vielleicht noch zusammen fegst. Vielen Dank, Laura, dass wir einen Blick werfen durften in deinen großen Tag, den Umzugstag. Tschüss! Ja, es war der Hochsommer und alle waren glücklich. Das ist richtig. Das ist das, was wir mitnehmen aus dieser Sendung heute. Wir haben viel gelernt über Höhe, über Glück, über Freiheit, über Kraft und über Gustav Schmerling. Du erinnerst dich an Gustav Schmerling, Laura. Mhm. Okay. Damit verabschieden wir uns hier aus dem Palast der Republik. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Toi, toi, toi.